Er steht einfach da. Ganzer Pitch! Daumen nach oben geben, Call to Action, los geht's. Hey, Kinders, was macht ihr schon wieder? Counter-Strike Global Offensive. Ich weiß nicht, was gerade mit meiner FPS da oben los ist, wie sie einfach rumspack. Nein, nein! Mal meine Schuld, ich bin dumm. Bitte, Fraps, was tust du? Das hast du noch nie gemacht, Fraps. Warum? Warum machst du sowas? Ich habe jetzt ultra wenig Zeit. Ich habe es euch ja schon, ich habe es ja, glaube ich, schon gestern angekündigt, dass meine Zeit sehr knapp ist in letzter Zeit. Deswegen mache ich hier nochmal eine Runde Demolition mit 120 FPS. Kann das bitte aufhören? Es geht die ganze Zeit auf 60, 120. Und ich merke diesen Drop immer. Alter, es war eindeutig mein Headshot. Hör auf, mir die Sachen zu klauen. Pisser. Nein, nicht auf der Leiter. Oh Gott, oh Gott. Ah, nein! Geh weg! Nein! Kommt meine Erkältung. Wie ich mich dadurch immer anhöre. Wie so ein Ficker. Ich bin runtergefallen. Das hatte ich nicht vor. Fuck! Ich wollte nicht runterfallen. Ich wollte eigentlich alle tot machen. Oh Gott, oh Gott. Geh weg. Ich habe nichts gemacht. Tu nichts Unüberlegtes. Tja, das war unüberlegt, mein Freund. Da hinten ist der nächste. Meiner. Oh Gott, doch nicht meiner. Geh weg. Nein. Ah! Tja, meiner, mein Freund. Nein! Bot, Killer. Wie kann man nur Killer heißen? So ein behinderter Scheißname, kindisch ohne Ende. Die meinen auch immer Wunderweiß, was sie wären, diese Leute, die sich Killer nennen. Solche Leute könnte ich wirklich hassen. Ich verstehe es echt nicht, Leute. Ihr merkt es vielleicht, die Auflösung ist sogar etwas besser, ja? Irgendwie hat sich die Auflösung hochgestellt. Ich weiß nicht, was da geschehen ist. Ich dachte vorhin noch, naja, mal gucken, wie die FPS so laufen. Ob ich damit überhaupt 60 FPS gebacken bekomme in meiner Aufnahme. Und jetzt ejakuliert hier Counter-Strike besser als davor, ja? Mit 120 FPS, was ich aber nicht will. Bam down. Ey, der Sprung war ja mal penisbehaftet, mein Freund. Nein. Nee. 200 Puls habe ich. Gleich. Ich hoffe, ich übersteuere nicht so krass. Ich sehe da oben meinen normalen Ausschlag so im Audacity. Und der, wenn gerade eben der Schrei, ungefähr so. Also, macht bitte im Nachhinein jetzt die Ohren zu, okay? Dass es euch nicht so arg wehtut dann vor 30 Sekunden. Ja, ich weiß, ich bin gut. Was? Von hinten, Micha. Oh Gott, er fickt mich wirklich noch um. Ich habe noch gerade so schön auf den anderen Schniedel gezielt. Ey, wir haben gestern Nacht noch gespielt. Ja, eine Runde hier um 4 Uhr oder um 5 Uhr. Meint Korn, komm, wir spielen. Wir spielen noch eine Runde, ne? Wir spielen noch eine Runde Matchmaking. Und ich habe noch geschrieben, ey, ich bin gleich am Einschlafen, ich kann nicht, nein. Dann meint er, ich habe auch ein Mädchen in der Lobby. Korn, ich weiß nicht, was du denkst, warum du mich damit locken könntest. Aber naja, ich sag, nein, ich kann nicht. Aber er die ganze Zeit, bitte komm. Und naja, bin ich halt ins Spiel gekommen. Wir fangen an zu spielen. Er ist Rang 100 Milliarden und wir spielen dann gegen fünf andere, die 100 Zill, ihr wisst, ich kenne mich heute nicht wie Drängen aus, und wir spielen dann gegen welche, die den Ultra-Hurensohn-Rang haben, ja. Korn hat zwar einen guten Rang, aber der Rest, ja, wir, die anderen vier, waren alle Lowbob-mäßig unterwegs. Also nicht wirklich Lowbob-mäßig, aber es war eine tragische Geschichte, wirklich. Es war echt ein harter Lose. Nicht so richtig hart, wir haben so ein bisschen geklatscht gegen Ende der ersten Hälfte. Wir haben schon ein bisschen verkackt. Wir haben danach noch ein Spiel gemacht und haben dann nochmal welche gepimmelt. Und dann war es halt natürlich irgendwie 6:30 oder so. Super. Korn ist schuld. Ne, Quatsch. Mein gesamtes Zeitmanagement ist schuld, aber Korn ist auch ein bisschen schuld. Dass ich jetzt versterbe, Mann. Danke, Korn. Nee, dass ich eben das hier aufnehmen muss, weil das schnell geht. Ich habe jetzt hier mal Lock Framerate an bei Fraps. Das fühlt sich jetzt aber gar nicht gut an. Charles, ich weiß, du lachst ja jetzt ins Fäustchen, aber ich glaube, ich muss echt auf OBS umsteigen. Nein. Komm schon! Ich hab die Bombe defuselt. Shit in my pants. Okay, hol ich mir. Komm schon! I'm so fucking good, you know. Habe ich schon gut gemacht. Ich weiß. Jörg jetzt da und denkt euch, Alter, eigentlich ist er voll gut und so. Er hat eigentlich nicht Doppel-AK-Rang, sondern 8000 Ränge darüber. Aber ich kann euch versichern, ich bin jetzt nicht so gut. Und mal gucken, ob es auch andersrum geht. Oh, fick. Nein! Ich weiß nicht. Kann man sehen, ob die Mates auf der gleichen Höhe sind? Guck halt auf den Radar und sehe halt einfach die Punkte da um mich drumherum. Ich dachte, ja, die sind da vorne bei diesem Fressbuffet, wollte ich gerade sagen. Ich meine bei der Geldausgabe. Und die waren einfach über mir.
Nice. Es ist schön, jetzt auch mit dieser höheren Auflösung zu spielen. Wisst ihr, ich dachte halt, ich muss wegen meinem Lulli-PC schön die Auflösung runterstarten. Runterstarten, alles klar. Die Auflösung ein bisschen runterfahren. Und da war alles so ganz leicht verwaschen. Ich weiß nicht, ob es euch aufgefallen ist, weil ich es ja am Schluss eh wieder eskaliert habe auf 1920x1080. Jetzt ist es ultra scharf, während ich spiele. Richtig geil. Ich kann mit der Auflösung jetzt gerade nicht sagen, aber sie ist sehr schön. Es gefällt mir. Bombe, Bombe, was machst du? Bist du die Bombe? Du stehst doch jetzt... Ich kann es nicht nachvollziehen, warum die Bombe nicht die Bombe gelegt hat. Du bist ein Pisser, wirklich. Oh Gott. Besser als ich, Freund. Das war eine geile Aktion von ihm. Er steht einfach da. Ganzer Bitch! Komm schon, du machst es, oder? Er macht's halt nett, weil er blöd ist. Habt ihr das Infovideo? Achso, halt, das Infovideo kommt erst morgen. Ich hab's gerade eben aufgenommen und gerendert, aber es kommt erst morgen. Aber ich sag euch hier schon mal eine Kleinigkeit. Für die, wenn ihr bei den Aufnahmen dabei sein wollt, bei den normalen Matchmaking-Aufnahmen, ich werde in meine Facebook-Fangruppe, werde ich in meinen Aufruf starten. So 2-3 Stunden davor. Sobald ich eben weiß, dass ich aufnehme, schreibe ich rein. Ey, yo, heute Abend nehme ich auf. Ich brauche noch 4 Leute, die mir unter die Arme greifen und meldet euch doch bitte. Und dann könnt ihr mich irgendwie einfach anschreiben. Also es muss nicht zwangsläufig über Facebook sein, kann einfach überall sein. So hat die Facebook-Gruppe, diese Fangruppe, auch ihren Sinn. Hier, chillt. Bombe, kannst du bitte aufhören, mich anzuschießen und einfach planten, okay? Oh, plant! Bombe. Du bist der Vollidiot der Welt, warum plantet er nicht? Ohne Witz, ich sag's ganz selten, aber dreckiger, verfickter. Ah! Guck, wie er sich hingehockt hat. Nee, ist aber, sag mal nicht. Ich schneid's raus, ich sag das nichts. Aber trotzdem, so ein Verblödeter hockt sich neben mich, huckt mich an und ich schieß noch auf den Boden. Yeah, Bitch. Wow. Wo? Warum? Ich kann es nicht nachvollziehen, was meine saudumme Bombe da wieder treibt. Er rennt rum und schießt die Leute ab. Anstatt einfach mal die Bombe zu planten. Nein! Yeah, Bitch. Ich leg nie mehr. Ich geh nie wieder da rein. Dieser Ficker steht einfach da drin rum und killt mich. Ja, wie sie da rumstehen. Wo ist er? Ich weiß es nicht. Oh mein Gott, wie bitter. Ich hab die Bombe, wir werden die Runde gewinnen. Yeah, good kill, man. Nein! Oh Gott! Ja! Ich weiß, die Headshots waren an und für sich nicht schlecht, aber im Ganzen schon schlecht, weil ich da so... Jeder Spieler hätte mich umgebracht, sobald ich mich... Ich hätte sofort einen Headshot gefressen. Dafür, dass ich dann eben nicht umgebracht wurde, habe ich es doch ganz gut umgesetzt. Auch wenn wir jetzt noch 2 Runden holen. Wow. Meine Waffenauswahl ist ja wieder hervorragend. Hervorragend gewählt. Fuck. Oh Gott. Ja, ich wollte gerade sagen, das werden sie nicht schaffen. Ohne mich. Aber da habe ich jetzt schön in 20 Minuten was ich euch dann auch am Samstag, also morgen, geben, zeigen kann. Also vielen Dank fürs Zusehen. Egal. Ja, also vielen Dank fürs Zusehen, gell. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.